Willkommen zurück zu Murder Soul Suspect. Ich bin Fyrobo. Und wir befinden uns immer noch beim wunderschönen Wetter. Ihr seht mich schon mit Donner und so. Donner nicht, aber mit Blitzen. Auf dem Friedhof. Und mal schauen, was jetzt so passiert, weil Dämonen hatten wir ja schon. Mal schauen, was noch so alles auf uns kommt. Hier runter. Da noch ein Teil, was wir uns holen könnten später. In den Gruften kann man auch mal wieder reinschauen. Aha, der hier mit dem Gewehr. Wer ist der Held? Welcher Held? Egal. Herr Kleiner, wer war der Held? Mein Urgroßvater. Ich habe einige seiner Sachen auf dem Dachboden gefunden. Okay. Hab sogar einen Schluck aus seinem Flachmann genommen. Das war ganz allerdings spricht Sache. Keiner in der Familie über ihn. Ich denke, das liegt an seinen gruseligen Kriegsgeschichten. Muss toll gewesen sein, jemanden mit dem Bajonett aufzuspießen oder ihm das Hirn rauszublasen. Vertrau mir, Kleiner. Typisch Amerika. Solche Sachen vergisst du nie. Du wirst dir nur wünschen, du könntest es. Na und? Er war ein Held. Ich würde alles tun, um so in Erinnerung zu bleiben. Stattdessen halten die Leute mich für einen Feigling, der Selbstmord beging. Tut mir leid, Kleiner. Ich hab's nicht getan. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin kein Feigling. Und wenn ich noch leben würde, würde ich jedem, der mich so nennt, die Kehle durchschneiden. Also das okay. Heikles Thema. Versteh schon. Der wollte mit den Waffen spielen und hat dann sich selber geknallt, okay. Kann doch nicht so schwer sein. Da kommen wir. Das wird nicht gut ausgehen. Wenigstens gibt's dann später was zu erzählen. Okay. Ich meine, wie viel kann das wiegen? Hier könnte man auch noch lang. Vielleicht später. Auf jeden Fall müssen wir später hier zurück, weil hier die Stelle ist nämlich extra für die Teleports. Anders kommst du mich auch nicht daran jetzt. Und da hast du gesehen, da hat man schon gesehen, da lag ein Teil, was man sammeln kann. Für die Geschichte. Da sehe ich auch schon wieder was, was man sammeln kann. Sie führt uns durch die Gegend. Okay. Schauen wir uns mal um. Kommen hier rein. Erstmal eben gucken. Ne, keine Dämonen da. Ah, so ein Symbol. Gut. Hier irgendwas. Schauen wir nicht. Aber hier kann man wahrscheinlich auch wieder durchporten. So. Gehen wir mal hier hoch. Was hat die? Ich weiß nicht, was das werden soll, aber... Endlich. Wurde auch Zeit, dass Sie jemanden schicken. Hören Sie, ich glaube, Sie verwechseln mich. Auf wen warten Sie denn? Wer soll sich um diesen Ort kümmern? Sehen Sie sich doch mal um. Das sind nicht nur Steine. Es sind Andenken. Auch wenn sich sonst niemand darum schert, ich weigere mich, meins zerfallen zu lassen. Vergessen zu werden. Okay, dann viel Erfolg. Das sind halt die Ängste von den Leuten, dass sie einfach noch vergessen werden. Ja, sowas passiert halt auch. Wir befinden uns hier im ältesten Teil des Friedhofs, der um 1660 geboren wurde. War das vor oder nach? Tja, mal die Halbkranz. Das war ganz interessant. Diese junge Dame hat gerade gefragt, ob das vor oder nach den berühmten Prozessen war. Es ist tatsächlich einige Jahrzehnte zuvor passiert. Na komm, Alter. Dieser lass die arme Frau in Ruhe. Recht alt. Arme Frau? Ha! Sie wir und ihr Reporter-Team haben mich in die Todeszelle gebracht. Würden Sie mir gebracht. Also bitte folgen? Sekunde mal. Das, was du getan hast, hat dich da reingebracht. Nicht sie. Oh, bitte. Ohne sie hätten sie es nie rausgefunden. Du hättest den Stolz in ihren Augen sehen sollen, als sie mir den Sack über den Kopf zogen und mich mit Chemikalien vollpumpten. Sie tut gern so, als mache es ihr nichts aus, als sei sie stärker. Aber ich weiß, dass es das tut. Ich kann es sehen, wenn sie schläft. Willst du sie für den Rest ihres Lebens heimsuchen? Nein, ich warte auf ihren Tod. Und ich will einen Sitz in der ersten Reihe. Dann werden wir eine kleine Unterhaltung führen. Ob es da drin wirklich spukt? Wahrscheinlich schon Taten, über die man nicht spricht. Warum traten hier so viele Erkrankungen auf? So friedlich. Aber mit diesen Leuten sind furchtbare Dinge geschehen.
uns fortbewegen. Ich weiß nicht, wieso eigentlich. Hier war noch was. Blub. Okay. 3, 2, 2, ich nenne es mal Geisterwhisky, aber irgendwas zu machen können wir nicht. Interessant. Was ist denn das? Warum liegt der da? Na egal. Ja, weiter. Ja, du hast Tolles gefunden. Hier noch irgendwas? Ne. Okay, gehen wir hier rein. Ach, hier ist der komische Doktor. Okay, fragen wir mal. Es geht nichts über ein gutes Buch. Psst, nicht jetzt. Ich kann jetzt nicht. Ja, du kannst Sie nicht, dass ich beschäftigt bin. Na schön, dann sehe ich mich allein etwas um. Fassen Sie nichts an. Was Sie es unbedingt wissen müssen. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Alles fügt sich zusammen. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber diese Medizinbücher scheinen überholt. Glaub nicht, dass Sie darin irgendwas Neues entdecken. Warum sollte ich das, wenn es so viele alte Dinge zu entdecken gibt? Ich frage Sie, wissen Sie, was die älteste bekannte Krankheit ist? Natürlich nicht. Also sage ich es Ihnen, der Tod. Und jede Kultur der Welt hat ein Buch zu dem Thema. Für gewöhnlich also, verschollen. Der Tod ist für mich keine Tabu. Krankheit. Ich habe mein Leben der Entwirrung der Mysterien des Todes gewidmet. Ich bin nah dran, aber es fehlt noch etwas. Manche Dinge bleiben besser verschollen. Oh Mann, oh Mann. Ja, mit solchen komischen Typen muss man sich abgeben, ja. Die Geisterlaterne ist voll am Leuchten, ne? Noch ein Mädchen. Hallo. Und was war das für ein Ort? Ich weiß es nicht. Ich habe Sie sagen gehört, es sei eine Art Weltlazarett oder so. Bitte, bringen Sie mich hier raus. Es ist nicht das, was Sie sagen. Nicht mit ihm hier. Dr. Trotter. Ich verstehe Trotter. Nicht. Du meinst, Trotter. Das war kein Lazarett? Was war es dann? Ein Schlachthaus. Ich wünschte, ich könnte helfen. Das tue ich wirklich. Es tut mir leid. Na gut, Schlachthaus. Kommt da wahrscheinlich hin. So, kann man hier irgendwo durch? Scheinbar nicht. Na gut. Wir müssen hier hoch und dann da runter. Und jetzt sterben hey, wir ich es. Ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Sieht schon ein bisschen gruselig aus, die Kleine. Oh, oh. Das kann anscheinend nicht reden. Warum kann sich jeder bescheuerte Geist außer mir teleportieren? Ich muss rausfinden, wie das funktioniert. Und so geht das einfach. Ein sterbender Geist. Hilfe! Der hier fantasiert wieder. Ich fürchte, er hat gleich wieder einen Anfall. Beruhigen Sie ihn so gut es geht. Seine inneren Organe versagen. Er hat nicht mehr viel Zeit. Ich kann jetzt nicht reden. Sehen Sie nicht, dass der Mann leidet? Keiner von uns hat viel Zeit. Dann los zum Sommer. Tja, damals war es wohl auch nicht so leicht hier. So, kann man es durch teleportieren? Oder nicht? Doch geht. Gut. Er hat eigentlich auch so da lang gekommen, okay. So, dann gehen wir hier lang. Vielleicht ist ja hier irgendwas noch. Das kleine Mädchen ist ja hier lang gelangt. Aber wie scheint es hier doch nichts mehr. Gut, das wird. So, plopp. Weiter geht's. Wir suchen weiter nach der Story und nach Gegenständen, die wir sammeln können. Wir sind ja hier in Sammellaune. Beobachtung. Beobachtung. Was ich eigentlich auch irgendwie kacke finde. Na gut, ja, kacke jetzt nicht, aber wir machen jetzt hier die ganze Zeit die Beobachtung, aber irgendwas bringen tut's nicht bis jetzt. Oder hat sich jetzt irgendwas getan hier? Können wir mal eben schauen.
Hinweise. Geistermädchen. Hier sind wir. Wie man sieht, nix. Ja, hier haben wir leider mit Brett haben wir nicht alles gefunden. Dann schauen wir hier mal, hier ist nichts mehr. So, wo geht's denn lang? Da oben haben wir noch was. Ups, gehen wir hier hin. So, ich muss eigentlich oben hin. Ja, können wir auch. Gut. Können wir was verschwinden lassen oder so? Ne, können wir auch nicht. Ist die Frage, wo müssen wir dann lang? Ja, müssen wir doch hier lang. Gut, hier ist ein Ausgang. Hab ich noch nicht gesehen. Nee, ist kein Ausgang. Da war nichts drin, oder? Da ist noch. Okay, jetzt geht's. Kommen wir hier eben. Aber. Da noch was. War doch nicht. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ich bin nicht blind wahrscheinlich gerade. Ist ja wahrscheinlich einfach nur den Ausgang nicht. Ah, hier ist er doch. Exit. Oh Mann. Gut. Warte mal, ja? Warte mal dann. Ja. Okay. Gut, dann machen wir nochmal an der Stelle einen Cut, würde ich sagen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao.